endlich gibt Schalke 04 Gas in seiner Social-Media-Abteilung und endlich gibt Schalke 04 Gas auf YouTube. Und damit herzlich willkommen zu diesem Schalke-Update und Glück auf! Schalke hat jetzt eine Doku rausgebracht über das Trainingslager. Schalke hat jetzt quasi David Wagner und die Mannschaft dabei gefilmt, wie sie sich vorbereitet haben, hat auch Hintergründe geliefert, wie es jetzt zum Beispiel in Sachen Corona-Infektion abgelaufen ist. Und um ehrlich zu sein, ich feiere das absolut, dass Schalke jetzt endlich mal wieder rauskommt aus der Deckung und sich auch präsent zeigt, wirklich auf YouTube. Mir ist durchaus bewusst, dass das natürlich ein Selbstzweck auch ist für die Verantwortlichen, dass sie sich dadurch besser darstellen. Aber ganz ehrlich, das ist auf YouTube mittlerweile bitter nötig geworden. Auf YouTube gibt es wirklich sehr viele, YouTuber, die einfach sehr negativ über Schalke reden und dementsprechend, da muss sich der Verein wirklich auch mal zur Wehr setzen. Natürlich ist alles auch sehr viel schlecht gelaufen auf Schalke, das muss ich euch nicht erzählen und ich hadere auch jeden Tag mit der Situation, aber ich finde es zumindest gut, dass jetzt mal auch ein Gegengewicht wirklich auf YouTube da ist, woran man sich festhalten kann. In der Vergangenheit ist es so gewesen, der Schalke-YouTube-Kanal, so kam es mir zumindest vor, ja, alle zwei Wochen wurde da mal ein lustiges Video hochgeladen, keine Ahnung, diese Ey-Sag-Mal-Geschichten oder so, ist auch nach wie vor, ist das gut, ist ein guter Content auf jeden Fall für die Fans. Manchmal hilft es aber auch, jetzt zum Beispiel wie in der Doku, einfach mal zu zeigen, was läuft auf Schalke ab, was wird da gemacht, was, wie funktionieren manche Mechanismen, auch einfach mal ein Insight zu zeigen, wie David Wagner zum Beispiel mit der Mannschaft umgeht, das finde ich richtig stark, weil ganz ehrlich, man kann sich nicht alles gefallen lassen, also es sind mittlerweile, bis hin zu schlimmsten Beleidigungen wirklich hier auf YouTube ist wirklich sehr viel vertreten und ich finde, der Verein, der muss sich da auch zu Wehr setzen. Sonst lebt man als Fan auch so ein bisschen in so einer Bubble auf YouTube. Weißt du, wenn man als Schalke-Fan auf YouTube unterwegs ist, da hat man immer den Eindruck, ach Gott, oh Gott, oh Gott, ey, die Welt geht unter, die Welt geht unter und so zumindest mein persönlicher Eindruck. Ich weiß nicht, ob ihr den teilt oder ob ihr da mit bei mir seid. Auf jeden Fall finde ich es auf jeden Fall gut, dass der Verein aus der Deckung kommt. Jo! Was gibt's noch? Vedat Ibisevic verzichtet auf sein Grundgehalt. Fand ich auch mega stark, muss ich sagen. Ich meine, gut, er kriegt ja nur 100.000 Euro im Jahr als Grundgehalt und verdient dann selber über seine Prämien, die er auch nur dann bekommt, wenn die Mannschaft erfolgreich ist. Also ja, wirklich, wirklich stark, ein geiles Signal von ihm und zeigt auch, dass er, ja, dass er will, dass er wirklich Tore schießen will. Und auch da hat es ja einige gegeben, die gesagt haben, ja, was wollen wir mit einem 36-Jährigen? Kann ich zum Teil auf jeden Fall verstehen. Hallo. Kann ich zum Teil auf jeden Fall verstehen, dass man ihm da kritisch gegenübersteht aufgrund seines Alters, aber wie gesagt, ey, wir wissen es doch vorher nicht, wie viele Tore er schießt. Also immer schön locker durch die Hose atmen, nachher macht er ein paar Buden und dann sind wir alle glücklich und wenn nicht, dann war er jetzt zumindest nicht allzu teuer. Okay. Was gab's noch? Frank Rost hat sich geäußert, hat gesagt, wir hätten zu wenig Führungskompetenz oder generell zu wenig sportliche Kompetenz bei uns im Vorstand. Wie gesagt, ich finde auch nicht alles cool, was bei uns im Vorstand ist. Ich finde auch, wir könnten durchaus ein paar
Figuren im Vorstand gebrauchen, die einfach auch, ich sag mal, eine gewisse sportliche Erfahrung mitbringen. Das heißt, ja, Ex-Spieler fände ich richtig gut auf jeden Fall. Ja, wer das dann tatsächlich dann nachher ist, das kann ich jetzt natürlich auch nicht so sagen. Dafür kenne ich die Herren auch persönlich nicht gut genug. Aber erstmal stehe ich da auf jeden Fall auf Frank Rosts Seite. Er hat außerdem noch gesagt, dass er sich wünscht, dass die Torwartfrage dieses Jahr besser geklärt wird. Das heißt, dass wirklich auf einen Torwart gesetzt wird und auch wenn der schlechtere Spiele macht, dass der dann auch wirklich konsequent im Tor bleibt, bin ich auch voll und ganz auf seiner Seite, muss ich wirklich sagen. Also fand ich auf jeden Fall ein gutes Interview. Ja, Frank Rost ist generell schon immer sehr meinungsstark gewesen. Und das, was er da auf jeden Fall von sich gegeben hat, kann ich zu 95% auf jeden Fall unterstreichen. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns gleich im Livestream vielleicht. Okay, bis dann. Ciao.